Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge auf dem Arsch. Wir werden jetzt den Schweinen nochmal Strom geben. So richtig viel und großen Schwung. Dann werden wir Stroh gleich rüberfahren zur Pellerfabrik. Ein oder zwei Ladungen. Und dann geht es nachher bei im Aufräumen und Waschen, Reparieren, die Fahrzeuge winterfest machen. Ich habe das Gehemod jetzt von der Nordfriesischen Marsch aufgenommen. Die 3 Tage muss ich jetzt umstellen, wenn das der Winter begonnen hat. Sonst ist das nicht gut. Ne? Sonst haben wir gleich einen Herbst einen Tag mehr. Ja, wir auch fertig sind. Ne? Wenn Stress hätten, denke ich so, okay, naja, gut. Aber nee, in dem Falle, sag mal so. Morgen ist Winter. Ob wir das heute noch erreichen? Unwahrscheinlich. Aber ist ja nicht ganz unmöglich. Ne? Weil wir jetzt auch nicht mehr im Dunkeln arbeiten werden, die werden dann entsprechend schlafen. Und da ja im Winter die Zeit tagsüber kürzer wird, also die Helligkeit, ne, mache ich damit. Da denke ich mal, da müssen wir schnell damit rumkommen, die Winterzeit. So. Gehen wir ganz kurz rein im Menü, da sehen wir alle Tiere. So, Schweinestall Nummer 1, alles top. Schweinestall Nummer 2, alles top. Hier sind unsere Frischlinge, kann man sagen. Ne? Einer wäre schon soweit, mehr oder weniger. Der 104er. Aber da kann noch mal wissen, bis die anderen auch soweit sind. Ne? Die 96 zum Beispiel, da wäre bald möglich und so. Ja, ansonsten, da müssten wir umstallen, beziehungsweise könnten wir, ne, müssten nicht gleich, aber wir könnten. Das ist jetzt hier unser Jungtierstall für Rinder, also gemischt. Da werde ich, wie gesagt, die weiblichen Tiere behalte ich und die männlichen Tiere, die werden dann mal zum Schlachthof fahren. Also bei 0,3, also da soll schon mindestens 500 Kilogramm stehen oder 600, dann geht es hin. So, und hier bei unserem Milchhof, da haben wir reichlich Milch, sehe ich gerade. Und ja, Mist haben wir reichlich und Gülle auch. Das ist ja gut, dann haben wir was vor uns, ne? Tag Ötschis. Da sind die ganz kleinen, ne? Bisschen groß geraten, aber gut, ja. Ist ein anderes Thema. Ja, unser Maisfeld, ob das nochmal wird zum Winter, glaube ich eher nicht. Hier, der LKW ist da hinten. Aber gut, es kann noch werden. Wie gesagt, ich habe viel versaut mittendrin. Jetzt, wo die Ernte im Prinzip erledigt ist, habe ich nur getauscht, dass wir umstellen auf 6 Tage, dann entsprechend dann ja auch es klappt. Ne? Wie gesagt, Hopfen wird im Frühjahr ausgesät, da habe ich da ganz richtig gelegen. Ob das reell auch so ist, das weiß ich nicht. Müsste ich mal googeln. Nein, das habe ich mir früher im Norden nicht angebaut. Im Süden von Deutschland weiß ich auch nichts von. Jedenfalls ist es geläufig in Bayern, das weiß ja irgendwo nicht jeder. Österreich auch. Aber ansonsten denkt man, das braucht entsprechend warmes Klima, ne? Und da ist ja nochmal im Süden ein bisschen wärmer als im Norden. Und auch länger warm, kann man sagen. Also das ist meine Feststellung. Ich meine, wenn Winter kommt, Winter, das ist klar, aber so gesehen ist es hier früher warm und länger warm. Also hier kann der Sommer auch bis reingehen, September, wo es extrem, naja, extrem, wo man noch Bahn gehen könnte, ne? Und ansonsten, ja, dann können wir gleich mal gucken, ob wir hier Hackschnitzel haben für Papierfabrik. Ja, als wir haben halt viel Arbeit, ne? Aber das macht nichts, das war ja so wie Absicht, ne? Wasser haben wir, glaube ich, genug. Paletten haben die auch genug, sehe ich gerade. So, schauen wir mal.
Wir können herstellen aus Pellets, aus Hackschnitzel, Stroh und Heu. Wir werden natürlich hier kein Heu nehmen und keine Hackschnitzel, sondern nur Stroh. Erstmal. So, den ersten. Den kann er anfangen zu arbeiten, ne? Dass wir im Winter wissen, was wir kaufen können. Vielleicht kommt die hohe Nachfrage gerade im Winter, wo der Preis passt. Dann können wir entsprechend gut verkaufen, ne? Der Preis muss passen, sonst brauchen wir noch nicht mal. So. Dann schauen wir gleich mal noch Hackschnitzel nach und dann, ob wir da was da haben. Und dann fahren wir das gleich mal rüber zum Papierfabrik. Und wir haben ein bisschen zu tun, ne? Bisschen. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Wir wollen noch einige Millionen verdienen, damit wir am Ende reichlich ist auch einiges neu, ne? Mal näher angucken. Also jetzt ist es ja so, da gibt es die Bretterpaletten, da OBS und da die Spanplatten, glaube ich, und hier die Leerpaletten. Man muss sie nur natürlich hier vorne rausholen. Das ist ja noch. Oh, wieder Regen. Mensch, das Kind, das haben wir lange nicht gehabt. Aber der Mensch, nee. So. Gut, Hackschlüssel kriegen wir eine Fuhr raus. Mit einem Anhänger klappt. Ist das nass hier geworden. Über Holz müssen wir auch noch manchmal machen, aber jetzt nicht gleich. Das ist nicht ganz so dramatisch. Paletten haben wir überall. Produktion wieder laufen. Ja. Leider auch nicht so viel, aber gut, ist halt so, ne? Ich kann der Boden Wasservorräte aufbauen für nächstes Jahr, ne? War ja extrem trocken. Vielleicht ist der neue Mod ja ein bisschen besser. Oder weiß nicht, der war vielleicht recht trocken gewesen, ne? Aber das noch eingestellt ist, keine Ahnung. Ist ja allgemein so, dass es vom Wetter her nicht jedes Jahr gleich ist, ne? Also es kann extrem trocken werden, es kann aber auch extrem nass werden, ne? Also das ist alles möglich, ne? So, Papier herstellen und Pappe. Haben wir jetzt auch noch genug da, aber wie gesagt, das ist, wir können ja auch was verkaufen, notfalls, ne? Das ist ja auch der Sinn dabei, dass wir jetzt im Winter viel mit Produktion machen werden. Wo ist denn eine Lampe? So. So. Gibt ein bisschen was. Die war nicht viel da, oder nichts mehr. Müsste ich mal Hackschnitzel anbauen, damit wir ein bisschen mehr kriegen. Ja, da haben wir aktuell auch nichts geplant, ne? Kein Feld frei. Wie ist die Leistung hier? 42. Das geht. Wir haben immer genug da, Leerpaletten, also. So. Ich will noch eine Spur Stroh oder mal einmal Heu. Wir haben auch viel Heu da, ne? Aber mal sehen. Habe ich mal noch nicht geplant. So, überleg gerade. Ich denke gerade nach. So, Schweine und Kühe haben genug Futter. Wir werden jetzt Mist fahren. Mist zu BGH. Mist ist nämlich recht viel da. Und einmal Mist hierher fahren. Und die Gülle. Gülle haben wir auch recht viel. Den Hof machen wir nicht weiter, wenn Schnee fällt und damit auch nicht mehr groß fahren können. Das ist irgendwie auch das Problem. Und gut, da kann man sich immer noch eine Schneeräumtechnik kaufen. Der Händler ist ja dicht bei. So, BGH läuft auch, Silage.
Gut, das ist voll. Dann können wir schon mal einmal wegfahren. Aber erstmal unsere Düngeproduktion. Dass wir zum Frühjahr genug Dünger haben. Sollte an sich kein Problem sein. Dann können wir was erkaufen. Jeden Tag 500.000. Schönes Geld, ne? Globaler Markt. Hab ich nicht aktiviert. Macht aber nichts. Das ist nicht so schlimm. Ich wollte sowieso den eigenen aktivieren, dass ich jetzt immer in Thüringen auch da Dünger kriegen kann. Ne? Ja, Dünger ist da vorne. Der Mist meine ich jetzt. Ne? Die Marsch zahlt ja nicht so viel für Mist. Leider. Der Dünger ist voll, sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. Der Mist ist auch voll. Weniger schön, na gut. Machen wir den Rest auffüllen und dann fahren wir zum BGH. Und da noch Licht hingestellt. Laterne. Machen lieber Innenansicht, ne? Kann man sehen. Bei den Bäumen ist das. Das merke ich gerade. Muss meine Augen frei machen, ja? Von Mikrofon. Kontakt zu meinen Sensoren, sag mal so, ne? Sonst war das nichts. Wir haben das ganze Gras weggefuttert. Ups. Da noch bleibt Platz vielleicht hier in Gram rein, ne? So. Das sollte eigentlich schnell gehen. Ein Riesenberg, ne? Der Nachbarstall wird auch noch entsprechend Mist da sein. Da muss ein bisschen was loswerden, ne? Bisschen. So Heu. Mal gucken, Stroh ist ja schon ein bisschen was raus. Muss ja reichen bis zum nächsten Jahr, ne? 6 Tage. Jeden zweiten Tag düngen. 180.000. 1 Million, 1,8 Millionen. Bei Stroh. Noch 1 Million da. Ja, die Krähen sind jetzt lästig, ne? Aber gut. Ich hab's ja so gewollt. So. Ja, heute ist Sonntag bei mir. 3 Folgen, die mache ich heute noch. Im Laufe der Woche bearbeiten, hochladen. Das Bearbeiten dauert ja nicht mehr lange. Hochladen eigentlich auch nicht. Muss nur halt gemacht werden. Ne? 14, 15. Also für Schnee. Bestimmt heute Nacht Schnee. Das meldet der Wetterbericht. Interessant. Ab 0 Uhr Schnee. Hauptsache nicht so viel. Zwischendurch ein bisschen Tauwetter, das ist eigentlich normal für den. Und im Frühjahr, oh, Frühjahrregen. Und 30 Grad im Sommer, naja. Das ist ein Top-Wetterbericht, sag ich mal, ganz vorsichtig. Das ist aber wie gesagt nur für 3 Tage, ne? Ich möchte mal sehen, dass ein Wetterbericht ein halbes Jahr vorhersagen kann. Das dauert doch ziemlich lange, ne? Aber gleich voll. Dann würden wir das anders machen. Kälber umstallen oder irgendwas. Schweine. Wir könnten auch mal Dings verkaufen, Leder. Leder kann man auf jeden Fall verkaufen. Müsste ich mal ein Vorderband so gestalten, dass wir vorne mit Aureich machen könnten. Müsste ich mir einen Teil, einen Boden markieren. Mit einer anderen Textur
und dann so wäre es ja für Autorack ungünstig, ne? Mit einem großen Anhänger. Und der könnte ja vollautomatisch fahren, ne? Der BGH. Könnte. Aber so ein Mist haben wir auch nicht. Fahren wir eine Fuhre zur BGH. Ja, dann ist heute auch schon wieder zu Ende. Und hier ist nicht so viel Mist. Hier, die Kälber, die machen weniger Scheiß. Die haben noch einen kleinen Körper, ne? Aber irgendwann muss ich da auch mal beigehen. Und da habe ich ja die Fräse, da ist ja nicht ein Problem. Und zur Not halt mit dem Förderband rüberfahren, ne? Die beiden Ställe müssen verkaufen. Dann wollte ich ja den anderen umbauen. Also weg von da. Dann müsste ich erst einen neuen bauen, alle umstallen und dann wegreißen. Und das muss man machen, wenn jetzt zum Beispiel so oder so gefüttert werden müsste, ne? Der arbeitet nicht mehr. Na gut. Kriegen wir unseren Mistwichsen rein, ne? Doch, Arbeit doch. Ich glaube, das darf ein Haufen, das ist ein LKW-Symbol. Das ist jetzt blöd. Gleich wieder mit dem Förderband LKW reinkippen. Das wollen wir ja nicht haben, ne? Hat er mir das nicht angezeigt? Gut, das macht nichts. So, liebe Schauer, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Das war eine schnelle Folge. Dann sag ich mal tschüss. Ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Sackgasse. Ja, morgen geht's weiter und dann werden wir Leder verkaufen. Ne? Tschüss.